Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect. So, wir sind wieder bei der Galaxiekarte. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Abstecher. Wir haben ja die Mission mit den Extremisten irgendwie nicht abgeschlossen gekriegt. Allerdings habe ich gesehen, hier ist nochmal ein Ausrufezeichen. Da würde ich mal gern kurz vorbeischauen. Wir haben da 0%, daher schadet es sicher nicht, da mal kurz hinzuschauen. Und ja, würde mich interessieren, was wir da finden können. Weil die würde ich eigentlich echt gerne ausschalten. Ich denke mal. So weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor. Naja, dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Okay, hier ist einiges, wie ihr seht. Okay, hier ist eine Anomalie. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh, nice. Sonst glaube ich, haben wir hier keine Anomalie mehr. Gut, großes Mineralienvorkommen nehme ich mit. Da stecke ich meine Fahne rein. Ja, jetzt denkt ihr schon wieder versaut. Mann. Nicht immer versaut denken. Schauen wir mal, was mal Mineralien wir da kriegen. Also da hinten ist auf jeden Fall ein sehr massives schwarzes Loch. Aluminium. Ja, cool. Danke hierfür. Dann machen wir direkt in Kurvat weiter. Ey, das gefällt mir so gut. Diese Rotation einmal um den Körper. Hey, da hinten das schwarze Loch, das ist aber echt heftig. Das so gut ist, dass wir in der Nähe von einem schwarzen Loch sind. Na, ich weiß ja nicht. Ich hege Zweifel. So, haben wir hier auch eine Anomalie? Ich würde jetzt eigentlich auf Nein tippen, oder? Dann schauen wir uns den hier noch an. Jetzt gehen wir hier schnell alle Planeten einfach mal durch. Weil irgendwo müssen ja die Exilanten sein. Ich meine, die werden ja nicht auf der Nexus sein. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Aber wir werden sie schon finden. Der Planet schaut gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich glaube auch wieder keine Anomalie entdeckt, oder? Na, nicht wirklich. Der schaut aber eigentlich ganz nett aus. Okay, sogar für gut ausgerüstete Krogane unbewohnbar, alles klar. Das ist dann eher nicht unseres. Dann haben wir hier noch ein. Jetzt Sprung für Sprung von Planet zu Planet. Und dann da hinten in der Wolke, habe ich gesehen, ist noch irgendwas. Das wäre jetzt echt lustig, wenn die Exilanten tatsächlich einen Planeten oder irgendeinen Asteroiden oder Mond oder weiß der Teufel was gefunden hätten, wo man darauf leben kann, was die Nexus nicht geschafft hat. Das wäre wirklich erbärmlich. Ein Armutszeugnis für die Nexus. Ja, ich würde jetzt sagen, hier gibt es auch nichts. Nein, Quatsch. Einmal raus. Diese Animation müsste halt nicht immer sein. Man kann es halt echt übertreiben. Ich weiß, ist die Spielmechanik und so, aber ja. Es müsste nicht immer sein. Oder eine Möglichkeit, das zu umgehen. Das wäre auch eine feine Sache, aber ist wohl nicht. So. Okay. Ebenfalls. Nichts Interessantes. 71%. Also wir haben jetzt schon mehr erforscht als die Nexus in den Monaten, wo sie hier ist. Also, wow. Da arbeiten Vollprofis drauf. Also man erkennt schon, ich bin nur mit Profis unterwegs. Und? Was haben wir hier für einen Planeten? So, an und für sich schauen die echt nett aus. Außer, dass es hier ganz schön stürmt. Extreme Radioaktivität und starke Winde. Okay, große Metallvorkommen würde der hier sogar verfügen. Aber gut, du bist
uns ziemlich latte. Dann haben wir jetzt hier noch eine Sache. Beim schwarzen Loch. Jetzt ernsthaft. Wir haben nichts Besseres zu tun, als zum schwarzen Loch zu fliegen. Okay, kann man machen. Wir sind tot. Jetzt bin ich ja gespannt. Das ist eine gute Reise. Na? Tja. Zur Vorsicht wird geraten. Cool. Wir haben 100% und können feststellen, dass wir hier nichts festgestellt haben. Geil, 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 geil. EOS haben wir auch noch nicht wirklich gescannt. Aber egal, wir machen jetzt hier weiter. Hilft nichts. Hier wäre halt eine Animation vom Schiff halt auch schön gewesen. Ich meine, klar, wir sind jetzt in der Schiffssicht, aber das hätte mir schon gefallen, wenn man jetzt hier gesehen hätte, wie das Schiff beschleunigt. Und nicht nur, ja, diesen Hyperdrive-Tunnel. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Sam, kannst du uns helfen? Kollision steht bevor. Voller Halt, jetzt! Oh! Nicht gut. Nicht gut. Kettschiffe, ein Dutzend. Nein, mehr. Und eine echt dicke Kanone. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Wo ist der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte! Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in Ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Reiner, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht. Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Kello? Ja! Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Wir werden gerufen. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Wir sind Besucher aus einer anderen Galaxie. Wir kommen in Frieden. Auf Nalisetto. Wir haben einen Navpunkt. Dann mal los. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön.
Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Genau das war unser Ziel. Neue Welten, neue Aliens. Wünschen Sie mir Glück. Gitasko halt an Ihr Herr. Danke. Eheb Dalgos. Nathan Roa. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Jol. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Wir wussten ehrlich nicht, was wir hier finden würden. Aber ich teile unser Wissen, wenn Sie es auch tun. Ehrlich? Das wäre ein guter Anfang. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Hey, das lief auf jeden Fall schon mal besser. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Okay. Verstanden. Damit darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Gut, damit kann ich leben. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Kett und beschützt uns. Was ist los? Okay, kann ich mehr Fragen stellen? Gegen die Kett? Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn. Es gehört in eine Eindämmungszelle. Mann, komm, geht das ein bisschen schneller? Bin ich wirklich so furchteinflößend? Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Ja, tue ich doch, aber du könntest ruhig ein bisschen schneller gehen. Nicht es, er. Und hör auf, ihn so anzustarren. Ich meine mal... Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Das ist ja schön. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Was passiert, wenn Ephra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Okay, er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Ephra wartet drinnen auf Sie. Okay. Sie sollten Ephra nicht warten lassen. Das habe ich nicht vor. Also der Erstkontakt lief auf jeden Fall schon mal besser. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein.
Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Ja, verstehe ich. Wir sind nicht wie Sie. Ich glaube sogar, wir könnten einander helfen. Den Fehler haben wir bei den Cat gemacht. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Ephra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Ephra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Ephra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit ihnen und ihren Leuten. Pathfinder, egal wie sie uns gefunden haben, warum sind sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe. Aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Es muss anders gehen. Wie kann ich sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue ihnen nicht. Warum sollte ich ihre Hilfe wollen? Natürlich. Ephra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu. Ich bin Jarl Amadarav und werde sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Danke für Ihr Vertrauen. Ich traue Ihnen nicht. Ich kann Sie im Schlaf töten. Gut zu wissen. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein besserer Erstkontakt gewesen. Kann ich jetzt hier scannen? Okay, darf ich mit dir reden? Oder werde ich jetzt schon getötet, wenn ich mit jemandem rede? Handel? Handel. Handel. Ja, ich hab's verstanden. Ist das eine Frage oder eine Aufforderung? Eine Überlegung. Tauschen Sie Waren und Dienstleistungen? Wie funktioniert Ihr Wirtschaftssystem? Wir verwenden Geld. Wir bezahlen mit einer Währung, die wir Credits nennen. Sie sind ein abstrakter Gegenwert für die erhaltenen Waren.
Die Ket haben uns Geschenke angeboten und merkwürdige Tauschgeschäfte gemacht. Sie haben nie gehandelt. Was sind Ihre Credits wert? Was können wir mit Ihnen anfangen? Sie können damit alles bezahlen, was wir verkaufen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Was bieten Sie denn an? Ich weiß nicht. Was wollen Sie denn? Ihr Schiff. Das steht nicht zum Verkauf. Ein Versuch war es wert. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja. Mein Name ist Soka. Ich transportiere Fracht zwischen Arya und anderen Welten. Das ist eine gute Arbeit. Und ich bin gut darin. Sie sind hier, um meinem Volk zu helfen? Beweisen Sie es. Ich brauche Hilfe. Einer meiner Lieferanten auf einem anderen Planeten meldet sich nicht mehr. Er hat einige Dinge, die ich brauche. Es gibt möglicherweise Probleme. Nur um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Was verstehen Sie unter Probleme? Naturkatastrophen, Raubtiere, Unglücke. Was verstehen Sie denn darunter? Dasselbe. Was genau befördert Ihr Lieferant? Vorräte, die ich brauche. Dinge, die mein Volk am Leben erhalten. Unverzichtbare Güter. Sie haben ein Schiff. Ich habe den Navpunkt meines Lieferanten. Sein Name ist Keldo. Finden Sie ihn und seine Vorräte. Kommen Sie wieder zurück und beweisen Sie dadurch, dass Sie wirklich helfen wollen. Dann handeln wir vielleicht. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer guten Aktion an. Das machen wir auf jeden Fall. Also Nebenmissionen will ich immer haben. Zu Tempest zurückkehren ist momentan meine Aufgabe. Aber die Stadt ist echt schön. Kann ich denn hier irgendetwas scannen? Ich bin mir sogar sicher. Dann bringen Sie sie wieder nach Hause. Okay, ich glaube, dahin konnte ich was scannen. Ich kann doch nicht mal die Pflanzen scannen, verdammte Axt. Lasst mich doch irgendwas scannen. Aber die hier hat irgendwas für uns. Bei den Sternen, Sie sind's. Ich hatte auf eine Gelegenheit gehofft, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben Ihre Heimat verlassen, um den Orkusnebel zu durchqueren. Ist es wahr, dass Sie nie wieder zurück können? Naja, das hier ist jetzt unser Zuhause. Ein solches Risiko einzugehen und Ihr altes Leben hinter sich zu lassen. Wieso haben Sie das gemacht? Um vielleicht jemanden wie Ihnen zu begegnen. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Können alle Menschen so gut mit Worten umgehen? Das werden Sie selbst rausfinden müssen. Ja, ich schätze, das muss ich wohl. Jetzt bin ich an der Reihe, Ihnen eine Frage zu stellen. Verraten Sie mir Ihren Namen. Oh, natürlich. Ich bin Avila Kejar, Kuratorin des Geschichtsspeichers. Wir studieren Artefakte aus unserer Vergangenheit. Wir versuchen zusammenzusetzen, was wir durch die Geißel verloren haben. Und um ehrlich zu sein, gibt es da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Pathfinder, wie viel wissen Sie über unsere Geschichte? Ich muss noch viel lernen. Vor mehreren Jahrhunderten war mein Volk das Ziel der Geißel. Als erstes hat sie unsere Schiffe ausgeschaltet. Viele dieser Schiffe stürzen auf Haval ab. Die Wildnis dieses Planeten steckt also voller Geschichte. Ein Wissenschaftler auf Haval hat mir vor kurzem den Navpunkt einer unberührten Absturzstelle übermittelt. Das ist eine unglaubliche Gelegenheit. Leider patrouillieren in diesem Gebiet Relikte, weshalb wir nicht nah genug rankommen. Nicht so, wie Sie es können. Woher wissen Sie über mich und die Relikte Bescheid? Ich habe Freunde beim Widerstand. Sie haben Ihre Unterhaltung mit Aphra mit angehört. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber Sie haben ein Schiff und die Möglichkeit, an den Relikten vorbeizukommen. Ohne Ihre Hilfe kann ich nichts tun. Ich bezweifle, dass Aphra sonderlich glücklich über diese Vereinbarung wäre. Aphra muss nichts davon erfahren. Und falls er es doch herausfindet, kann er seinen Ärger gerne an mir auslassen. Es erfordert Mut, ihm die Stirn zu bieten. Ich würde Schlimmeres auf mich nehmen, um einen Teil unserer Geschichte zurückzuerlangen. Es geht hier um einen verlorenen Teil Ihrer Geschichte. Und Sie vertrauen einem Fremden? Ich weiß, was die Leute über Sie sagen, aber ich denke, Sie irren sich. Ich glaube, Sie sind hier, um zu helfen. So ist es. Dann ist das Ihre Chance, es zu beweisen. Sie wollen sich doch Ayas Respekt verdienen, oder? Wenn Sie mir helfen, unsere Vergangenheit zu ergründen, wird Sie das einen großen Schritt weiterbringen. Ich wollte schon immer mal archäologisch tätig werden. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Falls Sie etwas finden, ich bin hier. Danke, Pathfinder. Ja, das ist super. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein paar Quests. Was sagt die
Map. Okay, hier ist alles noch gesperrt. Also wir müssen uns wirklich definitiv erst einmal den Respekt von den Leuten hier erwerben. Und ich denke, das ist mit den Nebenquests auf jeden Fall... Kann ich mit dir reden? Ich bin hier, um sie zu unterstützen, Pathfinder. Okay. Ich bin Enro Bosan, Gouverneurin Paranshahs Assistent. Sie dürfen dieses Gebiet nach Belieben erkunden, haben aber keinen Zugang zur Stadt. Solange sich das nicht ändert, bin ich Ihr Ansprechpartner. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Sehe ich es richtig, dass Sie und Jarl sich kennen? Unsere Familien sind miteinander verwandt. Wirklich? Das hört man gar nicht. Wir haben mehrere Welten. Unsere Kultur ist komplex. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Verdienen Sie sich unser Vertrauen, dann werden Sie das vielleicht. Sie haben doch bestimmt noch andere Aufgaben, als nur hier herumzustehen und meine Fragen zu beantworten, oder? Ich unterstütze die Gouverneurin in jeglichen Angelegenheiten. Solange Sie hier sind, haben Sie allerdings Priorität. Das ist was anderes als Ihre übliche Arbeit, hä? Nun, ehrlich gesagt, hatte ich heute Morgen nicht damit gerechnet, jetzt hier zu stehen und mich mit einem... mit Ihnen zu unterhalten. Gut gerettet. Es war ein langer Tag. Wann darf ich die Stadt wieder besuchen? Diese Entscheidung liegt nicht bei mir. Und bei wem dann? Ihrer Chefin oder Aphra? Aya fällt unter Gouverneurin Shais Zuständigkeitsbereich. Sie wird Ihnen Zugang gewähren. Vorausgesetzt, Sie gewinnen Aphras Vertrauen. Sie haben bereits mit Soka und Avela gesprochen. Helfen Sie ihnen, dann helfen Sie damit möglicherweise auch sich selbst. Die Cat haben uns mit Worten getäuscht. Jetzt beurteilen wir Fremde nach ihren Taten. Was können Sie mir über Ihre anderen Welten erzählen? Das Leben auf ihnen ist hart. Und ihre Bewohner sind noch härter. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Wieso ziehen dann nicht alle hierher? Wir werden den Cat keine weiteren Welten überlassen. Und Aya kann uns nicht alle ernähren. Danke für Ihre Zeit, Enro. Nichts zu danken. Okay, die sind auf jeden Fall nett. Also wir haben echt schon wirklich schlechteren Erstkontakt gehabt. Und die Cat sind hier wohl die Galaxiebösewichte. Das haben wir jetzt mittlerweile herausfinden können. Aber meine Freunde, wir sind mit dem heutigen Part am Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Das Schiff ist repariert und startklar. Danke, Gil. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin.